In Oberig schätzt man die Tradition doch sehr. Ich habe schon so viel gelernt bisher. Da wird unter dem Himmel gern und oft prozessiert und mit dem Herrgott um die Kirche marschiert. Dazu Festmusik vom Feinsten und manch Kanonenschuss. Das gehört dazu. Das ist hier ein Muss. Ab so vielem habe ich schon staunen können und so viel Freudes könnte ich euch benennen. Und dann kam es von allen Seiten vereint. An der Fasnacht, da wird in der Predigt gereimt. Das hat der Johann schon immer so gemacht, sonst fehlt etwas Wichtiges an der Fasnacht. Letztes Jahr konnte ich dafür noch den Albert gewinnen, aber jetzt sollte ich selber nach Versen sinnen. Einwände wurden unisono vereint, an der Fasnacht wird in Oberig gereimt. Das lag mir ganz schön lang auf dem Magen, doch es hilft kein Zaudern, kein Sagen, aber eine Bitte habe ich doch, legt die Latte nicht allzu hoch. Meine Vorgänger sind hier als große Könner gestanden, darum kommt mir der Mut heute schon ein bisschen abhanden. Ja nun, frisch auf, wer nicht wagt, nicht gewinnen tut. Und mit Witz, Heiligen Geist, da kommt das schon gut. Fast 2 Jahre bin ich nun schon bei euch oben und tu meinen Wirkort von Herzen loben. Zu euch herauf komme ich immer so gern, mich je zu beklagen, das liegt mir fern. Hab ich doch hier den besten Messner von allen und im Kirchenchor tut's mir auch sehr gefallen. Im Büro kann ich mich ganz auf Erika verlassen. Gewissenhaft tut sie alles Administrative erfassen und kennt nebenbei das ganze Dorf so gut, was mir bei meiner Arbeit sehr helfen tut. Unsere Anna-Marie dann morgen so schöne Klänge entlockt und damit gar manche Feier toll rockt. Mit der Verwaltung lässt sich sehr gut arbeiten. Wir finden uns bis jetzt, ohne zu streiten. Der Pfarreirat macht seine Sache ganz famos. Im Organisieren, da sind sie ganz groß. Das Pfarreileben liegt ihnen allen wie mir sehr am Herzen. Ernst nehmen wir's, tun aber auch oft miteinander Scherzen. An der Gewerbeausstellung könnt ihr bald bei uns es zuerst machen, über Gott und die Welt reden. Lachen. Und nicht vergessen, liebe Leute, wir haben dort für euch eine Überraschung bereit. Überhaupt freue ich mich so über euch alle hier, denn die Kirche in Oberig, das sind wir. Jeder, der Gottes Liebe in die Welt hineinbringt, der trotz allem Schweren von der Hoffnung singt, wir alle, wenn wir einander stützen und Beistand sind, egal ob Mann oder Frau oder Kind. Kirche ist dort, wo der Himmel die Erde berührt und ein Miteinander zu Ziele führt, wo einer den anderen als Gotteskind anschaut und so ein Stück Reich Gottes auf Erden mitbaut. Für heute ist die Kirche mal bunt und laut, manch einer noch erstaunt aus der Wäsche schaut. Unsere Schülergruppe ist bei uns zu Gast, was so richtig schön in die Fasnacht hineinpasst. Für einmal darf es etwas schräger klingen und stimmige Lieder wollen wir mit Tim heute singen. Herzlichen Dank, dass ihr es heute so toll tönen und könnt uns so in der Kirche verwöhnen. Doch der Mittelpunkt, wie immer, ist die Botschaft und Liebe von Jesus Christus. Heute musste er erst tüchtig schwitzen, worauf er müd und durstig am Brunnen tut sitzen. Dazu noch im Ausland, ohne Kelle und Kübel. Tja, seine Lage war schon ein wenig übel. Doch Hilfe nahm die Gestalt der samaritanischen Frau,
Und Jesus bleibt cool, so steht es genau. Vom Wasser im Brunnen wird erst die Rede sein, doch nicht dieses ist schlussendlich gemeint. Nein, Gottes Kraft ist der Schlüssel, jetzt ist es ganz klar. Quelle, die immer fließt, wunderbar. Und jeder, der kommt, kann sich an ihr erfreuen. Kraft tanken, aufleben, immer von Neuem. Ja, noch mehr tut sich in der Geschichte verstecken. Die Botschaft will ich mit euch nun entdecken. Die Frau spürt schnell, dass Jesus um sie weiß. Ihre Geheimnisse muss sie ihm nicht geben preis. Er schaut ihr mitten ins Herz hinein. Und sie darf bei ihm ganz angenommen sein. So wie sie ist, ohne Maske, ganz warm, ganz ehrlich. Nichts und niemand mehr scheint für sie gefährlich. So findet sie bei Jesus ihre innere Ruhe. Sie erzählt es den Leuten und die kommen ihm nun und hören gebannt seinem Reden zu. Sie spüren, da ist etwas ganz Besonderes im Gange. Sie kommen zum Glauben, sie fackeln nicht lange. Für die Leute hier kein Zweifel ist, er ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Jetzt, in der Fasnacht, ist das Maskentragen Vergnügen. Aber danach sollten wir niemanden mehr belügen. In eine Rolle zu schlüpfen macht einen großen Spaß. Doch für Gott sind wir transparent, so wie aus Glas. Auch in unser Herz schaut er hinein und möchte mit seiner Liebe darin sein. Bei ihm sind wir gut, so wie wir halt sind. Jeder ein geliebtes Gotteskind. Dazu ist gar nichts mehr zu sagen, oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann lasst es jetzt ein paar Tage noch tüchtig krachen, nur zu. Aber am Mittwoch, dann ist dann aber rum. So schließe ich ab und in Gottes Namen geht tüchtig am Umzug feiern. Amen.